Hallo und herzlich willkommen bei Teigwelt. Heute mit einem Vergleich von dem Thermomix TM 5 und 6 gegen die Kenwood Cooking Chef XL. Wir möchten dabei aber nicht nur den Vergleich bieten der technischen Daten oder ähnliches, sondern wie immer die Geräte ausprobieren. Auf den ersten Blick sieht man erstmal die Bedienelemente. Der TM 6 sticht heraus, einfach durch die Größe. Wir bereiten drei verschiedene Gerichte zu. Als erstes ein einfaches Dampfgericht, den Brokkoli. Da wollten wir erstmal die grundlegende Funktionalität vergleichen der drei Geräte, von der Bedienbarkeit, von den Vorkenntnissen, die notwendig sind und natürlich aber auch vom Geschmack. Bei dem Thermomix, wie wir gesehen haben, haben wir erstmal ein Rezept rausgesucht. Auf ein fertiges Rezept haben wir bei der Kenwood Cooking Chef verzichtet. Hier haben wir das Wasser mit etwas Brühe reingegeben in die Schüssel und uns an das Programm von dem Thermomix gehalten. Denn dieser war bei 100 Grad Temperatur und 10 Minuten Zeit. Wir füllen den Brokkoli einfach ein. In allen Geräten ist dies eigentlich gleich. Wie wir gleich im Vergleich aber sehen können, ist die Fläche, auch die Fläche nebeneinander im Umfang, bei der Kenwood-Maschine einfach viel größer. Das hängt zum einen mit dem deutlich größeren Schüsselvolumen zusammen. Wir brauchen hier noch den Dampfschutz, beziehungsweise das ist der eigentliche Spritzschutz von der Kenwood. Nicht vorher rauflegen, sondern erst abnehmen, runterklappen, dann raufmachen. Dann ist es auch ganz leicht. Wir starten das Programm bei beiden Thermomix-Geräten, den TM5 und 6, und übernehmen die Einstellung auch bei der Kenwood-Maschine. Ich habe die Möglichkeit, bei der Kenwood-Maschine mich auch mit einer App zu verbinden, dort dann die Rezepte rauszusuchen und an die Maschine zu senden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Maschine im WLAN zu Hause eingeloggt ist. Bei dem Thermomix schön zu erkennen, ist ein Indikator für die aktuelle Temperatur. Ich kann erahnen, wie weit fortgeschritten schon die Aufwärmphase ist. Diese Funktion fehlt mir bei der Kenwood-Maschine komplett. Hier sehe ich zwar, dass sie noch am Aufwärmen ist, aber nicht, wie weit sie schon ist. Das Starten war bei allen Geräten eigentlich gleich einfach. Der TM5 hat kein integriertes WLAN. Dies muss über einen Dongle ermöglicht werden. Die TM6 hat das WLAN schon intern und hat auch das größere Display, was die Bedienung etwas angenehmer macht. Aber dies ist nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, ich muss unbedingt ein großes Display haben. Bei den ganzen Plastikteilen, die bei der Kenwood außenrum angebracht sind, einmal der Dampfschutz und der Spritzschutz, sammelt sich etwas Wasser, das tropft. Dort ist die Bedienung bzw. das Handling bei den Thermomix-Geräten deutlich besser. Von den Ergebnissen können wir bei dieser Menge keinen Unterschied feststellen. Der Brokkoli war in allen drei Fällen gleich lecker. Das ist zwar keine Überraschung, aber negativ ist einfach aufgefallen bei der Kenwood, dass es tropft. Positiv dafür, dass ich deutlich mehr Fläche zur Verfügung habe. Das zweite Gericht. Jetzt machen wir ein Risotto mit Pilzen, Parmesan und Pinienkernen. Also haben wir uns erstmal an Schnippeln gemacht, denn das übernehmen die drei Maschinen noch nicht. Die Kenwood-Maschine kann eher raspeln, was wir auch mit dem Parmesan gemacht haben, oder sehr klein zerkleinern. Die Kenwood-Maschine hat verschiedene Aufsatzmöglichkeiten. Dadurch, dass wir vorne den Niedrigdrehzahlanschluss haben und oben den Hochdrehzahlanschluss, können wir verschiedene Zubehörteile, wie zum Beispiel einen Gemüseschnitzler, dort mit drauf machen. Da es die aber so jetzt nicht für den Thermomix gibt, beziehungsweise nicht vergleichbar, haben wir das in diesem Vergleich nicht gemacht. Das Zubehör können wir separat nochmal vergleichen, aber dort finde ich den Vergleich wirklich immer sehr schwer. Wir haben kein fertiges Risotto-Rezept gehabt für die Kenwood-Maschine, sondern haben das einfach nachgemacht, wie der Thermomix es vorgegeben hat. Da wir die anderen beiden Geräte mit Rezept programmiert haben, war dies nur so möglich. Als erstes wurden die Champignons geschnitten und zum Anbraten bzw. Dünsten eher bei den Thermomix-Geräten in die Schüssel gegeben. Zum einen fällt auf, dass das Schüsselvolumen deutlich größer ist bei der Kenwood Cooking Chef XL als bei beiden Thermomix-Varianten.
Ab hier vergleichen wir auch nur noch das neue Modell von Thermomix, den TM6 mit der Kenwood-Maschine und haben uns das gespart, auch noch den TM5 weiter zu verwenden dafür, da wir uns jetzt an das aktuelle Modell halten wollen. Man sieht im Hintergrund schön, dass wir das Rezept ausgesucht haben und uns der Thermomix wirklich gut durch das Rezept führt. Alle Arbeitsschritte werden mir angezeigt, es wird gesagt, okay, jetzt die Schalotten halbieren und reingeben, dann kann ich auf Weiter drücken, der nächste Arbeitsschritt folgt und ich mache weiter. Das fehlt mir bei der Kenwood-Maschine komplett. Ich habe zwar die App, wo ich mir das anschauen kann und dort werden auch die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben und angezeigt. Ich muss aber dann jede einzelne Konfiguration pro Arbeitsschritt an das Gerät übermitteln. Es ist sozusagen immer ein Arbeitsschritt, den ich übermittle und nicht das Rezept als solches. Das ist auch der größte Unterschied insgesamt von Kenwood zu Thermomix. Von der Bedienbarkeit. Die App von der Kenwood-Maschine würde ich aber detailliert nochmal in einem weiteren Video vorstellen, da dies den Rahmen sprengen würde. Ich versuche es hier sowieso schon reduzieren, da wirklich alle Maschinen ein sehr hohes Funktionsumfang besitzen und da ich dieses Video nicht auf 3 Stunden ausweiten möchte, sondern nur 3 grundlegende Rezepte zeigen möchte. Erstmal 180 Grad, volle Power, geringes Rührintervall, um die Champignons anzubraten. Das hat auch wirklich sehr gut geklappt. Anbraten funktioniert in der Kenwood-Maschine hervorragend. Da war ich bei der Thermomix TM5 etwas enttäuscht. Die Champignons haben einfach nicht die Farbe angenommen wie bei der Kenwood. Das finde ich persönlich deutlich schöner, wenn wir dort auch mit ein bisschen Schmackes anbraten können. Was hingegen der Thermomix wirklich gut gemacht hat, ist das vorherige Parmesanraspeln, da es einfach in einem Topf passieren kann. Der Einsatz, der sich dreht, ist bei der Thermomix unten in der Schüssel. Und bei der Kenwood-Maschine kommt er von oben über den Arm. Beides hat seine Vor- und Nachteile, was wir später auch noch sehen werden bei der Teigverarbeitung. Zum Raspeln ist es selbstverständlich sehr gut, wenn unten ich ein Messer habe und dort den Parmesan einfach raspeln kann. Das könnte ich bei der Kenwood nur erreichen, wenn ich den Glasmix-Aufsatz für oben drauf mit habe. Was mir aber insgesamt bei den beiden Geräten aufgefallen ist im Vergleich zur Pfanne, das Abschmecken ist deutlich schwieriger bzw. gar nicht möglich. Ich muss mich immer auf das Rezept verlassen, auch mit den Gewürzangaben. Es ist für mich eigentlich immer zu aufwendig, einmal abzuschmecken, weil ich das ganze Gerät stoppen muss, dann bei der Kenwood den Arm hochklappen muss, um dann einmal zu probieren, um zu schauen, muss da noch ein bisschen Salz rein oder Pfeffer oder möchte ich jetzt nochmal eine andere Variante daraus ein bisschen machen mit einer Kräuterzugabe oder ähnlichem. Das gefällt mir an dem Kochen mit einer regulären Pfanne deutlich besser. Normalerweise würde ich bei der Pfannenzugabe auch die Flüssigkeit nach und nach dazugeben. Weil uns das Thermomix-Rezept es aber vorgegeben hat, die Flüssigkeit alles komplett zusammen reinzumachen, haben wir uns bei der Kenwood-Maschine auch daran gehalten. Das geführte Kochen mit Rezept ist bei Thermomix wirklich angenehm und das haben sie auch perfektioniert. Da ist Kenwood wirklich noch weiter hinten. Hier habe ich ein bisschen mehr manuelle Arbeit, würde ich sagen. Muss mir ein bisschen mehr Gedanken machen, um mich nicht ausschließlich aufs Rezept zu verlassen. Und bei der Kenwood werde ich wirklich hervorragend unterstützt. Selbst wenn ich mal ab und zu abgelenkt werde zwischendrin, kann ich immer wieder auf das große Display schauen und weiß genau, wo befinde ich mich im Rezept, was ist der aktuelle Arbeitsschritt und was folgt eigentlich als nächstes, indem ich dann einfach auch weiter drücke, wenn ich mit dem eigentlichen Arbeitsvorgang fertig bin. Beim Kenwood muss ich mir immer ein ganz klein bisschen mehr Gedanken machen. Hier aber schon zu sehen, dass es von der Farbe deutlich kräftiger ist bei der Kenwood-Maschine als beim Thermomix, was natürlich auch am kräftigeren Anbraten lag. Ich habe ein Intervall eingestellt, so dass immer alle paar Sekunden geht der Rührer 1-2 Runden in der Schüssel und brät das Ganze, gart den Reis vor sich hin. Schauen wir nochmal rein, nachdem wir das Risotto rausgeholt haben. Unten durch das Element bleibt recht viel Reis drin. Hier eine Spüliflasche, auch nicht clever. Nein, aber die Schüssel lässt sich sehr leicht reinigen, dadurch, dass ich unten eine ebene Fläche habe bei der Kenwood.
Das hat bei dem Thermomix etwas länger gedauert. Aufgabe Nummer 3 war ein Brot, das wir gebacken haben. Auch hier mussten wir erstmal bei der Thermomix-Maschine wieder ein Rezept finden, das uns gefallen hat, haben die Zutaten reingemacht, beziehungsweise sollten erstmal nur Wasser mit Hefe und Salz verrühren. Das Ganze wird ganz leicht erwärmt bei, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 35 Grad. Anschließend wurde das Mehl hinzugefügt und der Teig weitergeknetet. Wir haben hier beides ein paar Minuten lang kneten lassen und wollten einfach schauen, wie die Maschine den Teig knetet, beziehungsweise ob wir später, wenn wir es dann auch gebacken haben, einen Unterschied am Brot sehen. Ein Schluck Olivenöl darf selbstverständlich nie fehlen. Da könnte mal ein Schluck mehr sein. Dann waren auch schon beide Maschinen vorbereitet, sodass wir mit dem eigentlichen Teigverarbeiten, dem Kneten, beginnen konnten. Hier war ich im Vorfeld davon überzeugt, dass die Kenwood-Maschine die Nase vorne hat, da für mich die Kenwood-Maschine einfach eine Teigbestie ist. Ich habe zu schnell gestartet. Laut der Bedienungsanleitung soll man den Teig nur auf der Stufe Min oder auf der Stufe 1 verarbeiten. Da wir eine etwas geringere Menge gemacht haben, war das aber nicht so entscheidend. Daher lief die Maschine eigentlich einen Ticken zu schnell. Der Knethaken bei der Kenwood ist wirklich riesig. Der Thermomix hatte auch ein Intervall eingestellt und hat sich viel einfach im Kreis gedreht nachher. Also der Teig hat sich zwar vermengt, aber richtig geknetet wurde er an der Stelle nicht. Aber sieht soweit erstmal ganz okay aus. Bei der Kenwood hatte ich aber wirklich das Gefühl, dass der Teig einfach intensiver geknetet wurde. Den Teig aus der Thermomix-Maschine, den TM6, haben wir in eine Tupper-Schüssel gegeben, haben ihn mit einem Deckel abgedeckt und eine Stunde gehen lassen. Hier sieht man, was ein Riesennachteil ist, dass unten noch das Messer bzw. das Rührelement drin ist. Es verhakt sich oder verklebt sich recht viel Teig, das ich mühsam rauskratzen muss. Das fand ich persönlich jetzt nicht so gut. Auch hatte ich erst geguckt, ob man das unten entnehmen kann, weil ich jetzt nicht der Thermomix-Fachmann war. Das Messer geht raus, aber es verklebt sich trotzdem noch viel. Und das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Da habe ich es natürlich deutlich einfacher bei der Kenwood-Maschine, wo ich einfach mit der Teigkarte reingehen kann oder mit dem Schaber und den Teig entsprechend rausholen kann. Bei der Kenwood Cooking Chef XL habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, den Teig zum Gehen in der Schüssel zu lassen und mir dort auch noch eine kontrollierte Temperatur einzustellen. Das ist wirklich angenehm. Aber wenn wir hier jetzt mal den direkten Vergleich sehen, würde ich sagen, optisch ist der Teig besser aufgegangen in der einfachen Tupper-Schüssel. Hat mich erstmal überrascht, aber warum nicht? Danach haben wir den Teig auf der Arbeitsfläche noch einmal geknetet und in zwei Brotlaibe aufgeteilt. Dann habe ich zwei Backbleche vorbereitet, jeweils auf der linken Seite mit dem Brot aus der Thermomix-Maschine und auf der rechten Seite ist das Brot aus der Kenwood Cooking Chef XL. Beide haben wir gleich lang geknetet und danach zwei gleichmäßige Laibe geformt. Bei der Teigmenge muss man auch sagen, dass die Kenwood-Maschine deutlich mehr Teig auf einmal verarbeiten kann. Den Backofen haben wir vorgeheizt. Wie gesagt, links das Brot aus dem Thermomix, rechts aus der Kenwood. Ich finde, es ist optisch bei der Kenwood-Maschine etwas besser im Backofen aufgegangen, obwohl es in der Schüssel erst nach einem ganz klaren Sieger von der Kenwood aussah. Dort hat mich auch die Kenwood-Maschine deutlich mehr überzeugt. Beim Kochen allerdings muss ich sagen, dass ich als anfänglicher Thermomix-Skeptiker doch ein bisschen überzeugt wurde. Mir gefällt das geführte Kochen mit den Rezepten, die ich komplett übermittel, gut. Gerade wenn ich dann doch mal rechts und links ein paar Ablenkungen habe, weiß ich einfach, dass die Rezepte gut werden. Die Kenwood-Maschine hat auch ihre positiven Seiten. Das Anbraten hat mir sehr gut gefallen. Die Erweiterbarkeit durch die beiden Anschlüsse, die ich noch habe, wo ich einfach mir verschiedene Komponenten zusammenstellen kann, die ich gerne benutze. Ich persönlich benutze ja den Fleischwolf, den Glasmixer und auch die Walze für Nudeln.
finde ich auch alles super Zubehör, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieses Zubehör irgendwo gelagert werden muss. Das bedeutet, dass ich mit der Zeit immer mehr Platz brauche. Die Maschine selbst ist schon nicht besonders klein, dadurch habe ich aber ein großes Schüsselvolumen. Also haben für mich beide Maschinen ihre Vor- und Nachteile. Was aber alle Maschinen gleich haben, das Abschmecken bzw. das Kochgefühl ist etwas schlechter. Daher ist das für mich wirklich nur ein Ausweichprodukt und ich möchte jetzt nicht anfangen, hauptsächlich mit einem von diesen Geräten zu kochen. Das mache ich lieber im Topf und der Pfanne und habe dazu passend meine Küchenmaschine, die für mich das Kneten übernehmen kann. Das finde ich persönlich den besten Mix. Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen geben und auch die Entscheidung vielleicht erleichtern. Vergesst nicht, dass ich auch noch mehrere Videos habe, wo ich normale Küchenmaschinen miteinander vergleiche, ohne Kochfunktion. Vielleicht ist das ja auch was für euch. In den nächsten Wochen werde ich weitere Videos veröffentlichen zu Kenwood Cooking Chef XL und habe auch noch neue Küchenmaschinen mit Kochfunktion für euch. Bis zum nächsten Mal.